Warte, ich habe gesagt, ich mache das Vorspiel einmal solo durch und dann setzen die Instrumente ein mit Florian und ich höre und Florian haben wir schon geübt. Passt alles. Ihr habt Hand. Könnten es schaffen, dass wir nicht mehr so wie die drei Affen nichts sehen und nichts hören und nichts sagen wollen, weil wir immer noch schöpfen aus dem immer noch vollen. Glaubst du das? Soziologen, Mediziner dachten,
eine Woche lang darüber nach, wie wir da rauskommen, nicht wahr? Wir hatten interessante Vorträge. Einer zum Beispiel, eine Vortragende war Franziska Wittig. Ich weiß nicht, wird keiner kennen, aber was sie gemacht hat, weiß man. Sie ist eine von den dreien, die sich beim letzten Castor-Transport haben einbetonieren lassen auf den Gleisen. 14 Stunden hat es gedauert, dass sie die da wieder raus hatten. Ja? Also es hat zwar letztendlich nichts genützt, der Castor ist angekommen, aber sie sagt, das ist eine symbolische Tat. Und als wir sie so in der Diskussion gefragt haben, ja okay, also wogegen du bist, das wissen wir jetzt alles, aber wofür bist du eigentlich? Kam so ein bisschen in Schleudern, so. Also das war noch nicht dran, das zu formulieren. Und dann war die Studienwoche zu Ende und wir wurden verabschiedet mit der Aufforderung, jetzt denkt mal alle schön darüber nach und zieht euer Fazit. Und da habe ich dann innerhalb weniger Stunden mein Fazit gezogen. Das ist dieses Lied geworden und inzwischen, also wir haben es heute ein bisschen geprobt und dabei festgestellt, dass es das Lied, von dem sich Hannes Wader immer gewünscht hat, es geschrieben zu haben. Glaubensfrage. Dass wir nicht mehr so wie die drei Affen nichts sehen und nichts hören und nichts sagen wollen, weil wir immer noch schöpfen, aus dem immer noch vollen. Glaubst du das? Was bewegen mit der Suche nach ganz neuen Wegen, die auf unseren Karten noch nicht sichtbar sind, solange uns die Gewohnheit treu aufwacht und blitzt. Glaubst du das? Es könnte was bringen, darüber gemeinsam zu singen. Glaubst du wirklich, dass man so die Welt ändern kann? Na, wir werden's ja sehen. Ich fang einfach mal an. Glaubst du das?
ist es noch nicht zu spät. Glaubst du das? Wird das Blatt noch gedreht? Vielleicht heute und hier. Internetadressen, man googelt einen von uns und schon hat man alles.